Sehr schön. Oder auch nicht. Wir haben hier ein weiteres Problem mit dem Van. Und zwar bin ich jetzt hier auf dem Dach. Das hier ist unser Solarpanel. Hier. Und vielleicht sieht der eine oder andere schon das Problem gerade. Nämlich hier an dieser Stelle gibt es ein Kabel, das natürlich nach innen dann zieht, um die Batterien zu laden. Und das ist hier irgendwie aufgerissen. Das ganze Gedöns hier. Das Blöde war, das war alles drinnen. Aber dann steht das Kabel trotzdem immer natürlicherweise vom Werk aus ab. Und wir sind auf unserer Fahrt durch den Balkan öfters unter irgendwelchen Zweigen in engen Straßen gekommen. Olivenhaine, Olivenplantagen und so weiter. Natürlich, wenn man unter den Zweigen fährt, dann können sie sich hier schon verhaken und reißen das natürlich auf. Das merkst du gar nicht. Und ich vermute, das war am Lost Place das letzte Mal in Prevlaka. Würde ich drauf tippen. Und naja, und dann, wenn man fährt mit dem Fahrtwind, wird da ja ständig Kraft aufgewendet und reißt nach und nach auf. Original war das ungefähr so. Das Kabel war hier komplett drinnen und dann war das so zu und steht so original vom Hersteller, vom Umbauer ab. Das heißt, das ist natürlich Quatsch an dieser Stelle. Das muss auch bei zukünftigen Modellen, jetzt Appell an Clever Vans und andere solche Ausbauer, das Zeug muss richtig bündig anliegen und am besten mit so einem, ja, so wie Unterfahrschutz ist das hier ein Hängebleibschutz. Wieder was dazugelernt, würde ich sagen. Eine Lektion mehr. Sau cool, oder? Auch wenn scheiße ist, ist es doch interessant. Und wir versuchen das jetzt erstmal notdürftig zu flicken und dann schauen wir mal weiter. Ich habe jetzt diese Leiste hier noch weiter untersucht, nach hinten hin und entdeckt, dass an dieser Stelle auch schon das Ganze ein bisschen aufreißt. Also, wir haben uns jetzt dazu entschlossen, diese Leiste nicht mit L-Profilen zu befestigen, sondern mit Panzertape hier entlang und vielleicht auch dieses abstehende Kabel auch mit Panzertape zu befestigen. Und das werde ich jetzt tun. Dazu werde ich jetzt diese eine Stelle hier, wo ich kleben will, ungefähr das da, schön sauber machen, dass es schön auch haftet, mit einem Feuchttuch hier und auch hier an diesen Stellen und dann das Ganze noch mal ein bisschen trocknen. Also Panzertape und eine Schere. Gespannt, wie lange das halten wird. Also das dürfte einigermaßen gut halten. Jetzt versuche ich mal, dieses Kabel zu unterdrücken. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob das langfristig halten wird überhaupt hier. Aber das werden wir dann sehen. Mache ich mal noch eine Schicht drüber, einmal kreuzweise. Aber es sieht besser aus, als ich dachte. Ich mache es jetzt einfach wie die Spinnen. Ich mache einfach mehrere Schichten drauf. Dann dürfte das halten. Das ist natürlich hier eine Rückseite die Schwachstelle, aber der Witz ist dabei, wenn Zweige von hier aus kommen und das Kabel den Widerstand bietet und nach dahin gebogen wird und das Ganze aufgerissen hat. Von hinten werden wohl kaum Zweige kommen, weil wir selten rückwärts dagegen fahren. Außerdem werden hier die Zweige so abgelenkt. So sieht das Ergebnis aus, etwas provisorisch, dürfte aber funktionieren. An der Stelle hier haben wir auch so ein Problem, dass es so ein bisschen hier aufgedröselt ist. Und das werde ich jetzt auch noch kleben, bevor es schlimmer wird. Also erstmal putzen. Das müsste reichen.
Es ist jetzt 4. März 2024 und jetzt will ich euch zeigen, wie das dann nach ein paar Monaten aussieht da oben. Dazu muss ich darauf krabbeln. Gut, ich bin jetzt hier vorne an dem Solarpanel und man sieht, dass das nicht so gut gehalten hat. Also hier sind so ein bisschen, ist ein bisschen abgegangen. Da hat sich ein bisschen gelöst. Und da, aber im Großen und Ganzen hat das gut gehalten. Ja, hier auch. Man muss dazu sagen, wir hatten zwischenzeitlich so viel Schnee, also 20, 30 cm Schnee drauf. Und dann habe ich mit dem Besen das Ganze hier weggeschubbert. Könnte sein, dass ich da mit dem Besen auch angeeckt bin und das dann gelockert habe. Hier sieht es gut aus, aber im Großen und Ganzen hält das gut fest. Schon mal gut. Und wie sieht es da drüben aus? Gut, hier hinten hat es bombenfest gehalten. Hier nix, da nix, da nix. Also es klebt gut. Das ist schon mal fein. Kleines Wesen. Du kleines Wesen. Klar, ich hätte das auch viel besser festkleben können mit einem tollen Superkleber und so weiter und so fort. Hatte ich aber nicht zur Hand. Also dann habe ich einfach mal das Panzertape genommen und dann hat es auch irgendwie funktioniert. Mal gucken, wie lange das insgesamt hält. Bis zum nächsten Mal. Ciao.